Ja, ich meine, wir könnten ja noch eine Runde pokern. Und ich meine, wir beiden sollten mal was trinken gehen. Aber wir haben doch genug Getränke da. Auf der anderen Seite waren wir schon lange nicht mehr was trinken. Ja. Hey, du konntest doch nicht wissen, dass wir bis morgen warten wollen. Ich nehm's dir nicht übel. Ich kann's halt einfach nur noch nicht fassen. Ja klar, wenn man plötzlich so einen Bruder wie Olli hat. Was gibt es denn da schon Besseres? Ich glaube, wir hauen besser ab, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Eine sehr gute Idee. Ja, irgendwie hat er recht. Du hättest wirklich schon mal treffen können. Stell dir mal vor, Andi wäre dein Bruder. Willst du reden? Oder vielleicht einen Film gucken? Das soll gut für die Ablenkung sein. Ja, vielleicht läuft eine Familientragödie. Kein Film. Jakob? Hallo? Bella, bist du das? Hallo. Los, bist du krank? Bella. Ich weiß es jetzt, ihr habt mich adoptiert. Was? Lüg mich nicht mehr an. Wir haben einen Gentest machen lassen, Olli und ich. Aber lass uns nicht am Telefon darüber reden. Wo bist du? Jetzt komm doch erstmal nach Hause und dann reden wir in aller Ruhe darüber. Zu Hause? Was ist denn mein Zuhause? Hier ist dein Zuhause. Bei mir. Warum habt ihr nie was gesagt? Warum? Mama und ich, wir wollten nicht... Bella, bitte. Bitte komm nach Hause. Bella! Was hat er denn gesagt? Nicht viel. Er wollte nicht am Telefon darüber reden und dass ich zurück nach Hause kommen soll. Aber das tust du doch auch morgen. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nach Hause will. Im Moment, da würde ich viel lieber hier bleiben. Bei dir. Du weißt, von mir aus kannst du sofort einziehen, aber ich finde, du solltest dir trotzdem anhören, was er zu sagen hat. Was kann ich ihm denn jetzt noch glauben? Steht das Angebot mit dem Filmabend noch? Ja, Action, Drama und das wilde Liebesleben der peruanischen Waldameise. Garantiert Familiendramen befreit. Käsespätzle, die Zeit noch. Die gehen immer. Okay. Oder hast du Angst um deine Modelfigur? Hallo, pack bitte mal an, natürlich nicht. Hier den. Den. Das ist aber ganz schön blutig. Angst? Brauchst du nicht, ich bin ja da. So. Ja. Danke. Gut. Danke. Wofür? Naja, ich bin gerade total auf dem Ego-Trip und heule hier die ganze Zeit die Ohren voll. Aber es ist für dich bestimmt auch nicht leicht, dass dein Vater eine Affäre mit irgendeiner Frau hatte. Ich habe immer gedacht, meine Eltern wären glücklich. Als mein Vater gestorben ist, da ist für meine Mutter eine Welt zusammengebrochen. Sie hat bestimmt nicht gewusst, dass er sie betrogen hat. Andererseits, ohne den Seitensprung gibt's dich nicht. Ich bin echt froh, dass du da bist. Geht mir genauso. Aber komm jetzt los, Crime Time. Gut, Crime Time. Thank you.
Ich komm ja schon. Hallo. Herr Jakob. Ist Bella da? Ja. Aber was machst du denn hier? Ich hab's nicht mehr ausgehalten nach deinem Anruf. Die Nummer wurde angezeigt und dann habe ich mir die Adresse von der Auskunft besorgt und bin dann gleich losgefahren. Den Weg hättest du dir sparen können. Bella, ich möchte mit dir reden. Ich aber nicht mit dir. Ich muss dir so viel erklären. Ich habe eben gesagt, ich möchte nicht... Bella! Er ist extra gekommen. Red doch kurz mit ihm.